Hallo, hallo, hallo. Weiter geht's mit Kork. Willkommen dazu. Ich bin der Lars. Ich begrüße euch. Und gleich wird das Unwetter hier auf Deutschland treffen. Es ist fast 0 Uhr und gleich geht's los. Ich kann mir gerade Truppmann vor, da mache ich auch. Endlich ist es wieder soweit. Ich kann ein bisschen öfters hier Clash of Clans spielen. Warum? Weil es nicht mehr so kacken warm ist. Weil ich spiele echt nicht gerne am Handy, ne? Ab und zu spiele ich mal, aber ich spiele doch mehr am PC. Und ich bin gerade am Upgraden. Und zwar, ich habe mich entschieden, dazu die Goblins zu nehmen. Denn viele haben sich das gewünscht. Deswegen habe ich das Ganze gemacht. Dauert jetzt noch 2 Tage, 12 Stunden. Von daher dauert es noch ein bisschen. Du hast eine Level 1 Sache von Jan bekommen. Deswegen muss ich auf jeden Fall Jan seine Base noch bewerten. Das sollte ich machen. Und, beziehungsweise er hat mich darum gebeten, mache ich natürlich gerne. Jan, wir schauen mal eben nach, du hast einen Packer da oben. Wow, du hast schon Packer. Nicht schlecht, der Speck. Ich habe den noch nie gesehen, die Packers. Nur in Videos. Da ist einer, der erste Packer, den ich sehe. Oh mein Gott, ist der schön, ich will auch so einen haben. Du kannst ihn jetzt schon bauen. Okay, Ratus Level 8. Deine Mauern sind noch nicht ganz weit oben. Du hast einen Barbarenkönig, du hast sogar schon Bohrer, der dunkle Elixier wird gefarmt. Deine Base sieht aus wie meine, so ähnlich ungefähr, oder? Sie ist fast aus wie meine. Ja, nicht ganz, du hast mehr Mauern schon. Aber ich würde sagen, dein Gold und Elixier ist nicht ganz so gut geschützt, genau wie dein dunkles Elixier, genau wie bei mir. Der Bohrer ist auch frei, da würde ich mir ein bisschen überarbeiten. Der Barbarenkönig zeigt, was er kann. Nichts, ich bin Level 1. Ja, ich würde den Bohrer ein bisschen schützen, dein dunkles Meer. Dann passt es auf jeden Fall, weil, weiß ich nicht. Ist alles ein bisschen offen. Ich würde ein bisschen überdenken, was du da noch hast. Hast du nur 2? Ne, 3, da unten noch 1. Kann man nicht schon mehr haben wie 3? Bin ich blöd? Doch, da unten ist noch was. Okay. Ja, ein bisschen kompakter würde ich die Base ein bisschen umbauen. Sonst passt es, sonst ganz schniek. Vielleicht die Mauern etwas höher ziehen. Ich glaube, du kannst nicht schon Level 7 Mauern haben oder Level 8 Mauern. Ich habe keine Ahnung, aber Level 7 auf jeden Fall schon. Du bist Rathaus Level 8. Von daher musst du die Mauern hochziehen. Und sonst soweit in Ordnung. Ja, du bist halt ein bisschen hinter, hast ein bisschen zu früh geupgradet. Aber du hast Packer da oben, von daher macht das auf jeden Fall wieder einiges raus. Aber wie gesagt, die Base gefällt mir nicht so gut. Die hat Ähnlichkeit mit meiner, ne? So ein bisschen. Aber wie gesagt, die Goldlager und das Dunkle ist ein bisschen zu weit draußen. Genau wie bei mir. Deswegen wünschen sich ja viele, dass der Lars endlich mal seine Base umbaut. Aber er hält doch so stark an diesen Hakenkreuz, wo ich immer noch kein Hakenkreuz sehe. Egal. Wir greifen mal an, wir haben alles fertig hier. Wir haben gar nicht fertig eine Truppe. Wir haben noch gar keine Truppe fertig, Leute. Was ist denn los mit uns? Noch gar keine Truppe fertig. Da können wir ja gar nicht angreifen. Ich habe 3 Bauarbeiter offen. Was nicht ganz so geil ist. Also einer ist okay, aber 3 ist schon grenzwertig. Oh, habt ihr gesehen? Wir können Schweinebereiter bauen. Wir können sie bauen, wenn wir es möchten. Seht ihr es? Aber ich will mein Dunkles dafür nicht opfern. Und wir können sie sogar upgraden hier. Siehst du das? Siehst du das gerade für 20.000? Ich kann nicht mal 20.000 aufnehmen. Ich muss sie da erstmal upgraden hier. Kann ich ja sogar, dann könnte ich es machen. Plus 10.000, wenn es voll ist, könnte ich sie upgraden. Ich muss unbedingt jetzt farmen, voll bekommen die Kiste hier. Okay, jetzt bin ich voll. Und muss ein bisschen Gold bekommen, beziehungsweise Elixier, damit ich meine 3 Bauarbeiter hier ein bisschen einsetzen kann. Mindestens 1 möchte ich gerne noch einsetzen, wenn nicht sogar 2. Ich könnte schon mal hier eine Mine upgraden. Mache ich, glaube ich, auch. Ich grade, glaube ich, eine Mine ab. Weil ich habe jetzt 2 auf Level 11, Sammler, Elixier, und ich will gerne eine Mine schon mal hoch haben. Dann auf Maximum, es geht ja nur bis Level 11, warum auch immer. Das finde ich nicht ganz so krass. Und dann gehen wir mal angreifen, Leute. Habt ihr Bock anzugreifen? Ich hab ihr auf jeden Fall. Ich bin gerade voll gut drauf. Ich weiß nicht warum. So, wir haben Drachen Level 1 am Start. Ich habe gerade auch eben angegriffen und hab mir gedacht, Jolo, was ist denn in der Burg drin? Gar nicht nachgeschaut. Oh, ist ein Drache. Warum packe ich den Drachen bloß genau gegen die Luft, neben die Luftabwehr? Ja, das war halt nicht ganz so schlau. Aber was willst du machen, ne? Oh, die ist natürlich hier, weiß ich nicht. Eine komische Base. Barbarenkönig, aber keine Mauern oben. Ja, wieso denn nicht? Eine sehr krasse Base, wo die Mauern auch nicht upgradet sind. Das sieht doch gar nicht mal so gut, so schlecht aus. Aber Gold ist genug, Elixier. Aber 100, da ist noch mehr drin. Da ist noch mehr drin, Leute, glaubt mir bitte. Da werden wir noch einiges rausholen. Hier ist auch was drin. Nee. Gefällt mir nicht, war sogar eine Farmbase, das Rathaus stand draußen. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich bald eine Farmbase mir bauen. Ich werde das Ganze dann, ihr wünscht euch ja eine Folge, wo ich komplett baue und nicht im Zeitraffer das Ganze. Weil die Folge, wo ich komplett gebaut habe, kam richtig gut an. Deswegen werde ich die nächste Base auch komplett selber bauen und nicht im Zeitraffer und total verpeilt irgendwo draufklicken. Wie wäre es denn hiermit? Wie wäre es denn hiermit? Das sieht doch schicki. Das sieht doch schickimicki aus. Die Sammler sind hier voll, die hier. Die alle, die nicht upgraden werden, sind voll irgendwie. Dann werden die Goldminen auch voll sein. Wo kann man eigentlich sehen, ob die Goldminen voll sind? Kann man das jemand sagen? Sieht man das hier an der Kiste, beziehungsweise den Gold? Ich sehe da keinen Unterschied. Wenn ihr mir das sagen könnt, wo man das sieht, ob die voll sind, die Minen, dann gerne in die Kommentare. Weil ich weiß es nicht. Bei den Sammlern sieht man es halt. Aber hier an vorne das Gold? Ich habe keine Ahnung. Den greifen wir auf jeden Fall mal an hier. Und wir gehen von wo rein? Hier ist Goldlager, da ist Goldlager. Ich möchte gerne auf jeden Fall
erstmal von hier so reingehen. Das ist okay. Erstmal von der Seite flankieren möchten wir das Ganze. So nennt man das im deutschen Krieg, Entschuldigung. Flankieren natürlich. Obwohl das natürlich ein ganz anderer Begriff ist. Aber wir gehen mal von der Seite rein. Okay, er hat sehr viele Magier am Start. Ach du Heilige. So, die sollten erstmal wegblitzen. Hier, so, wegblitzen bitte. Blitz die weg. Da reicht nicht mal ein, weil das so krasse Magier sind. Ach du heilige Scheiße. So, wir hauen hier ein paar Magier noch, beziehungsweise ein paar rein, damit wir hier die Kleinburg wegbekommen. Weil das ist richtig krasse Magier. Ich habe Level 5 Magier sogar. Die sollen erstmal down gehen hier, die, weil sonst rotzen die alles weg von uns. So, das passt soweit. Wir gehen weiter rein hier. Von der Seite. Die Luftabwehr ist da down. Wir könnten normalerweise einen Drachen so langsam rein freshen. Aber ich werde mir den für später aufbewahren. Und dann gucken, ob er noch was abräumen kann. Das ist so der Plan, den ich gerade habe. So, jetzt gehen die hier ein bisschen rein. Ich habe das Elixier fast alles bekommen, was am Start ist. Aber was cool gewesen, was natürlich noch cool ist, ist das Gold. Da müssen wir da durchkommen. Ja, da sind sie drin. Sehr gut. Ohne Bombe. Boom, alle tot. Doch nicht. Sehr gut. Mach den kaputt. Sehr schön. Das ist gut, wenn der kaputt geht. Das ist auch sehr gut. Ja, ja. Das Gold kriegen wir da auch. Obwohl, die werden abgeknallt, alle. Deswegen schicken wir die alle hier nochmal rein, damit die hier reingehen in das Gold. Ich hoffe, das bekommen die natürlich und werden nicht weggenascht von den... Nein, nicht direkt alle auf alle. Oh Mann, ey, alle instant tot. Was ist denn los hier schon wieder? So, alle nochmal hier reinsetzen. Und wir können unseren Drachen einsetzen. Natürlich ist hier die Luftabwehr und die wird alles wegnaschen. Deswegen ist es nicht ganz so schlau. Setzen wir unseren Drachen ein, ich glaube schon. Da liegt halt noch einiges rum an Gold, ne? Aber wir werden doch mit dem Drachen nicht weit kommen. Dunkle 77 ist mir scheißegal, das will ich gar nicht haben. Was ja cool wäre, noch diese Goldminen hier. Aber das bekomme ich nicht wegen der Luftabwehr da. Ja, wenn er jetzt reingeht, es lohnt sich auch nicht. Dafür werde ich jetzt den Drachen nicht verschwenden. Passt soweit, ich habe jetzt wie viele Ressourcen bekommen. Niederlage, scheißegal. Ist nicht viel, aber... Ne? Bald wieder ein Scheißangriff von mir. Kennt ihr ja schon. Live-Angriffe sind immer scheiße. Wann steige ich denn ab? Wann steigt der Lars denn ab? 1400 bis 1000... Moment. Gold, wo sieht man das? Steige ich nicht bald ab? Ich sollte bald absteigen. Ich habe es verdient, abzusteigen. Wo bin ich? Ganz unten? Letzter oder was? Ja, ich bin fast hier ganz unten. Es geht noch ein bisschen 330, also 1330, glaube ich, dann ist vorbei. Aber ich habe es verdient, abzusteigen. So, dann erstellen wir mal hier den hier noch. Zack. So, dann machen wir dies wieder voll. Und dann schauen wir, ob wir noch irgendwas ausbauen können. Ich habe jetzt nicht viel verdient mit diesem Angriff, weil einfach nur Kacke war. Deswegen müssen wir gucken. Der Lars und seine Live-Angriffe sind scheiße. Hier, Tag schreibt mir in den Kommentaren, Lars bringt noch zwei Parts von Clash of Clans. Dann ist die Frage, was ich da zeigen soll. Jetzt nichts dagegen, aber was soll ich denn zeigen? Das ist die Frage. Was ich da zeigen soll. Ich kann es euch gerade gar nicht sagen, was ich da so zeigen soll. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal uns das überlegen, was wir dann, beziehungsweise was ich in zwei Parts zeigen soll. Bin auch mal pennen. Sehr schön. Ich höre gerade bei mir Geräusche. Das ist sehr komisch, das ist mitten in der Nacht. Okay, das ist nur unser Hund, alles klar. Ich dachte gerade, Einbrecher kommen und wollen mich vergewaltigen, egal. So, was bauen wir jetzt aus mit unseren Boys hier? Wir haben gar nicht genug Gold, wir können das upgraden. Das dauert hier, wie lange? Einen Tag. Nehmen wir dankend an, oder? Oder wollen wir lieber den upgraden? Der dauert aber nur 6 Stunden. Nehmen wir den jetzt hier. Okay, nehmen wir den. Den können wir auch noch upgraden. Na klar, 6 Stunden nehmen wir auch noch an. Haben das ganze Gold weggenascht. Ja, das passt. Haben nichts mehr da, nur 755 Alex Dunkles. Was mir Entschuldigung. Erstmal egal ist. Hier wird upgraded die Mine, 2 haben wir jetzt hier auf 11 hier oben, Elixiersammler, hier wird upgraded die Goblins, das passt soweit, Einheiten werden gebaut, Elixiere werden gebaut, von daher sieht das Ganze gut aus und ich würde mal sagen, dann war es das schon wieder von diesem kleinen schnuckligen Part, wir können noch mal kurz hier vorbeischauen, Moment, haben wir hier, der Krieg ist auch zu Ende, genau, haben wir noch irgendwas zu zeigen hier, verteidigungsmäßig, das ist alles nicht, ich weiß auch nicht, was der hier gemacht hat, ne, das gucke ich mir jetzt mal an, ich habe keine Ahnung, was der da gemacht hat, das ist ja unnormal, was der da hier gemacht hat. Haben wir den schon gesehen, den Kampf? Ich glaube nicht, oder? Ba, 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 wir sind alle weggeflogen. Dann gehen wir hier mit Dicken rein. Da kommen Mauerbrecher, die machen da das kaputt. Warum auch immer, keine Ahnung, ergibt keinen Sinn. Und dann gehen sie da durch und gehen sie da durch. Dann kommt ein Testerspiel, der sollte auf jeden Fall alles wegrotzen. Dann kommt sogar ein Heal-Zauber noch. Er hat doch gar keine Ressourcen am Start. Obwohl, einiges hatte ich. Aber wie es aussieht, bekommt er da nicht viel. Bekommt er mal ein Goldlager dann wenigstens? Er geht außen rum, gehen die Einheiten. Sehr gut, jetzt greift er von der Seite an. Das bringt auch nicht viel. Jetzt ist mein Goldlager down. Ja, mein Goldlager ist down. Ja, meine Abwehr ist halt nicht ganz so stark, wie man sieht. Okay, kommt ihr da einmal durch. Jetzt gehen wir da auch noch durch. Und er bekommt 60.000. Na gut. Ich meine, wenn sich das lohnt. Hat sich scheinbar für ihn gelohnt. 70% hat Pokale verloren. Dann läuft es auf jeden Fall. Angus-Lock-mäßig habe ich, glaube ich, nichts Gutes mehr am Start hier.
Das war halt der Angriff, den ich gerade gemacht habe, wo ich so richtig gefailt hatte mit dem Drachen, weil ich nicht wusste, dass er in der Clanburg ist. Das war echt doof. Wir schauen uns den Angriff mal an, da bin ich rangegangen hier, das war gerade eben. Ich habe ein paar Barbaren eingesetzt, komplett einmal rum. Den Bogenschützen habe so ein bisschen aufgeräumt, die ganzen Gebäude, weil die Sammler halb voll waren, dachte ich mir, Jolo, geh ich mal rein da und schnapp mir die. Und dann hier noch von der Seite, dann noch ein bisschen bekommen. Natürlich sind die Lager prall gefüllt und der Lars kommt wie immer nicht ran, weil einfach Kacke ist. Da hat er den Drachen gesetzt, einfach mal genau neben der Luftabwehr, weil ich nicht wusste, dass da ein Drache drin war. Ah, ich bekomme das Goldlager noch, das finde ich gut. Das war eigentlich das Beste, was ich noch bekommen habe. Ja, ihr seht, Lars ist zurzeit echt hart am Failen. Er muss noch viel dazulernen, denn Lars ist ein Noob. Und Noobs müssen auf jeden Fall das Ganze noch etwas lernen. Gewonnene Beute geht auf jeden Fall. Nicht schlecht, Herr Specht, weil viele in den Sammlern drin waren. Und natürlich der Drache total fail, weil da die Luftabwehr... Ich habe es nicht gesehen, dass ein Drache drin war in der Burg. Entschuldigung. Dann war es das soweit. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewerten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage mal, wie ihr seid, ein Haufen nicer Boys. Reingehauen und bis morgen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.